Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video würde ich gerne meinen Krypto Lapras, ist ein 96er, in der Führung ausprobieren. Es hat eine Kampfschwäche, deshalb habe ich Granbull dabei. Aerokex ist dennoch ein bisschen nervig fürs Team und bei Rekardax. In der Führung definitiv und in meiner Backline auch, was sich auf Trombok bezieht. Aber ich habe Hoffnung, dass ich eventuell das alles so drehen kann, dass diese Pokémon gegen meinen Granbull kämpfen. Ich bin ziemlich gespannt. Ich glaube, dass das echt witzig wird. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Let's go. Wie ist denn euer erster Eindruck von der Hyperliga? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Was zockt ihr aktuell und womit fahrt ihr ganz gut? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich spielen möchte. Aktuell habe ich noch kein richtiges Team gefunden. Okay. Das kann nervig werden, aber vielleicht mit Surfer gar nicht so schlecht, wie man sich das vorstellt. Wir probieren das mal einfach. Ich glaube, wir outspeeden den Gegner ganz gut. So, ich denke, ein Erdbeben oder auch eine, was hat das noch? Eisenschweif, Lichtkanone, was spielt das Teil noch? Erdbeben könnte nervig werden, aber guckt euch den Schaden hier an. Das Ding hat viel KP. Ich glaube nicht so viel KP, aber dafür eine gute Defensive. In den Hauptgame ist das, physisch, glaube ich, sehr, sehr defensiv. Auf spezieller Weise nicht so. Bitte nicht den. Ach, come on. Oh, wait, what? Ich drücke dir hier jetzt einen Eisstrahl, der entweder ein Schild zieht oder guten Schaden macht. Und dann gehen wir in Granbull. Oh, perfekt. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich können wir jetzt hier eigentlich komplett runterfarmen. Oder? Kommst du zu einem Energieball und besiegt er mich? Sollen wir es probieren? Komm, wir versuchen es. Ich möchte jetzt ungern meinen letzten Schild opfern. Lassen wir mal durch. Doch nur der Meteorologe. Ich habe zum Charme ausgeholt. Bitte reich aus. Nein, aber jetzt. Perfekt. Jetzt kann von mir aus auch das Stalos wieder rein. Denn ich sollte gar nicht so wenig. Oh, das passt. Wir können hier gut was anstellen mit Knirscher. Damit bauen wir nämlich guten Druck auf. Und ich hoffe. Bitte, lass den durch. Ist nur ein Nahkampf oder so. Den brauchst du wirklich nicht schilden. Defense Drop? Bei mir natürlich nicht. Warum auch? Ich glaube. Na, was meint ihr, meine Freunde? Geht er blind auf Flora-Statue, weil er mit Lapras rechnet? Dann versuchen wir doch hier drauf abzufangen. Er setzt nicht blind ein. Schade. Dann ist das jetzt eine Matschbombe. Egal, lassen wir durch. Wie viel macht die? Die macht durchgeht. Eins, zwei, drei. 4, dann ist das hier hoffentlich die nächste Matschbombe. Bitte lass mich das Lapras jetzt nicht in eine Flora-Statue reingeholt haben. Sehr schön, die macht nämlich weniger Schaden als die Flora-Statue. Und dass du hier mit reinkommst, gefällt mir. Ja, setz ruhig ein. Darf ich schilden? Ich habe zur Attacke ausgeholt, ich kann aber nicht runterfarmen, glaube ich, ne? Ah, das wird noch sehr knapp. Ich weiß nicht, ob Trombok das regeln kann. Deine Attacken machen hier schon gut was. So, wenn ich jetzt einsetze, sollte es dir nicht gelingen, was zwischenzukriegen. Und hier waren irgendwie die Server gerade unterwegs. Weshalb? Oder mein Handy spinnt. Ein Bubble konnte ich nicht erreichen. Perfekt, dass ich hier noch runterfahren kann. Ködern oder nicht ködern? Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir ködern nicht. Köder würde mir, glaube ich, oder? Schwierig, schwierig. Komm, ich möchte nicht verlieren. Ich möchte den ersten Kampf nicht verlieren. Du lässt durch, miesen. Okay, jetzt hast du hier noch eine Attacke zwischengekriegt. Ich hätte auf den Spukball gehen sollen. Schade. Ah, ich glaube, das habe ich deswegen verloren. Warum nicht einfach auf den Spukball? Schaffst du zwei Attacken? Ja, easy. Easy. Du hast jetzt noch eine Flora-Statue. Mit dem ersten köderst du, mit dem zweiten besiegst du mich. Ah, das ist mies. Ich hätte einfach auf den Spukball drücken sollen. Aber dann hätte er wahrscheinlich nicht geschildert. Von daher, schwierig. Schwierig, sowas in die Tat umzusetzen. Ist so eine 50-50-Chance. Überlebe ich das aus irgendeinem Grund? Nein, ne? Das war schwer. Entweder schildert er oder er schildert nicht. Ich hatte jetzt halt in dem Fall ein bisschen Pech gehabt und er hat den Move durchgelassen. Hätte ich da direkt den Spukball gedrückt, hätten wir das natürlich nach Hause geholt. Aber ich hätte auch alt ausgesehen, wenn der den geschildert hätte. Deshalb. Ah, schwer. Hätte er den durchgelassen, hätte ich danach noch einen Spukball geschafft. Das ist doof gewesen. Egal, kann ich nichts dran ändern. Das sind halt so kleine, aber feine Momente, die dann doch schon so einen Kampf entscheiden, aber wo man nicht großen Einfluss drauf hat. Man weiß ja natürlich nie, wie der Gegner reagiert. Ob er mit einem Köder rechnet, ob er mit der Attacke rechnet.
Okay, das ist zum Beispiel ein doofes Matchup. Ich kann aber nicht raus. Ich muss hier drin bleiben, denn wenn ich jetzt rauswechsle, wäre das ziemlich doof für mich. Aus dem einfachen Grund, weil dann später Trombor gegen dich kämpfen muss. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also bleiben wir hier drin und farmen dann gleich runter. Ich muss alles durchlassen. Du lädst jetzt hier auf zwei Attacken auf. Ich denke, dass das hier Nachthieb sein wird, um auf den Boost zu gehen. Wenn du... Oh, doch, der Kreuzhieb. Ich schaffe aber noch einen Move. Wenn du zu gierig bist, können wir das jetzt hier echt mit einem Schild holen? Er muss doch schilden, oder? Okay, Lapras mit einer Kampfschwäche holt sich in der Führung ein Schild. Ich glaube nicht, dass du hier was Effektives hast. Da kommen Cresselia und meine Freunde. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier am Start? Jemand, der sich auf Cresselia freut. Ich weiß nur nicht, wie viel eine Attacke von dir macht. Komm, wir lassen es durch. Ja, ich muss durchlassen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Es wäre nämlich nicht klug gewesen, da ein Schild reinzubuttern. Dann kommt einfach das Barrikadax und macht Sachen mit mir. Kann ich jetzt runterfarmen? Eins. Ah, um eine Sofortattacke nicht. Jetzt muss ich leider doch schilden. Ist aber für mich in Ordnung. Ich habe eine Attacke ready und gewinne den Gleichstand gegen Barrikadax. Wenn er dann unbedingt möchte, dass er seine Energie behält, muss er den Move schilden. Er verliert den Gleichstand. Entweder Schild oder Pokémon ist weg. Denn das sollte schon ausreichen bei der KP-Basis, in der du dich befindest. Okay, was ist dein letztes? Ja, alles klar. Ich muss rüber, um den Schaden hier drauf zu kriegen. Wenn es mir gelingt, dir einen Schild zu ziehen mit einem Knirscher, kann ich das eventuell noch machen. Aber auch nur dann. Du gewinnst. Ah, ich habe die Energie nicht ready, ne? Kannst du runterfarmen? Wenn du nicht farmen kannst, habe ich noch eine Chance, weil ich habe den einen Schaden auf Trombog transferiert. Bitte farm mich nicht runter. Mach jetzt nicht so, dass du zwei Attacken ready hast. Tu mir das nicht an. Die Pflanzenattacke wird never reichen. Wenn du zur Attacke ausholst, schaffe ich eventuell noch auf den Spukball zu kommen. Bitte. Nein, never. Die Pflanzenattacke hätte definitiv nicht gereicht. Pflanze ist nicht effektiv gegen Feuer und gegen Flug. Miesen? Das Teil hinten ist natürlich echt mies für mein Team. Ich habe gehofft, dass wir eventuell solche Pokémon vielleicht in der Führung haben. Ah, das ist mies. Okay. Ich baue die letzten Tage irgendwie nur Teams, die entweder schwach sind gegen die ganzen Unnichtfighter, die es gibt, oder gegen Fearow. Das ist echt nervig. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich zocken möchte. Ich habe auch noch nichts Stabiles richtig gefunden. Das gefällt mir. Das nehmen wir mit. Du gehst raus. Oh, du hast Charm hier drauf. Ja, jetzt noch in meinen eigenen Charmer, lohnt sich das? Du outspeedest mich, wenn ich hier ein Schild ziehe. Weiß ich nicht, was ich machen möchte. Okay, wir gehen rüber. Können wir einmal schilden und runterfahren? Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einem Schild komplett runterfahren und ich bezweifle, dass Griffeldes wieder reinkommt, wenn wir hier mit unterwegs sind. Ein Charm kommt jetzt gleich noch an, dann hole ich zu noch einem aus und das sollte dich besiegen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht noch eine Attacke. Sauber. Kommt jetzt Griffeldes wieder? Ja? Okay, wir können auch einfach auf den Nahkampf die Sofortattacken resistieren wir von dem Kumpel. Von daher kann er uns nicht runterfarmen. So wie es aussieht, hat er hinten noch irgendwas, wogegen mein Grumble gut ist. Lohnt sich das hier ein Schild reinzustecken? Ja, komm. Ich weiß nicht, was er noch hat und ob sich das lohnt, aber wir machen das. So. Okay. Okay. Besiegt dich das? Das besiegt dich auf jeden Fall. Schildest du das? Und komme ich danach nochmal aus dem Kampf hier raus? Lass mich auf Lapras. Jelly ist dein letztes Pokémon. Dann gehe ich hier rüber, damit du gleich Energie ausgibst. Mit zwei Schilden ist das natürlich nervig. Das ist wirklich nervig.
Ich habe meinen Trombok. Trombok hat keine Energie. Trombok hat kein Schild. Dementsprechend hat Trombok auch keinen Bock auf den Kampf. Du holst dir sehr, sehr viel Energie. Du gehst jetzt hier auf den Spukball. Was ist deine zweite Attacke? Oh, das besiegt nicht mal. Das heißt, du kannst sogar noch runterfarmen. Was ist deine zweite Attacke? Ich werde nie im Leben runterfarmen können. Ah, das ist schwer. Das ist tatsächlich schwer. Schön, dass wir ein Schild ziehen. Wir können nicht runterfarmen, ne? Mit Grambul. Er muss einsetzen. Bitte zeig mir deine Attacke. Zeig mir, ob du Blubstrahl... Ah, das wird nichts. Du hast so viel Energie auf deinem Pokémon. Wenn das ein Blubstrahl ist, kommt der Knuddler hier noch an, der Knuddler. Der Charm noch an, perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt rüber. Versuchen hier ein bisschen was zu regeln. So, ein Spukball wird mich hundertprozentig besiegen. Ich brauche mindestens zwei Charm, aber du farmst mich schon mit einer Attacke runter. Wow, warum macht man das denn? Einfach, ja, das ist doof von mir, dass ich hier nochmal einsetze. Ich hätte runterfahren müssen, ne? Das war dumm. Das war dumm, einfach runterfahren, einfach runterfahren. Warum mache ich den Fehler? Das war doof von mir. Wir gehen gleichzeitig drauf. Du hättest direkt auf den Spukball gehen müssen. Ich hätte hier auch gar nicht mal einsetzen dürfen. Ich hätte hier keine Ladeattacke machen müssen. Ja, wir gehen gleichzeitig drauf. Du hättest direkt auf den Spukball gehen müssen. Es hätte aber nichts dran geändert, ob ich jetzt die Ladeattacke einsetze oder nicht. Weil eine Dunkelklaue mehr hätte dich nicht besiegt. Schön, dass du mir wenigstens hier ein Unentschieden gönnst. Du hättest einfach einsetzen müssen, wirklich. Einfach direkt auf Spukball. Ich glaube nicht, dass Trombok so viel aushält, dass man das da hätte machen müssen. Na, sauber. Doch, das war gut. Das war wirklich gut. Schöne Sache, dass gegen Lapras zu schilden war auch nicht der beste Weg. Doch, du spielst mir da gerade wirklich in die Karten. Dafür danke ich dir. Ich habe versucht, Punkte zu holen. Ich bin auch wieder ein bisschen weiter nach oben gekommen. Aber mit diesem Set gehen wir natürlich wieder ein bisschen runter, denn ich glaube nicht, dass wir hier noch was reißen. Schon wieder eine doofe Führung. Ich muss mal gucken, was ich so spiele. Eventuell, das ist schwer. Ich weiß wirklich nicht, was man am besten nimmt. Ob man mit einem Charmer nach vorne geht. Das ist schwer. Barrikadax ist halt ein geiles Pokémon. Einfach aus dem Grund, weil der ist gut gegen Geister. Der ist gut mit seinen Konter gegen solche Pokémon hier. Das ist wirklich ein geiles Teil. Hat aber dementsprechend natürlich auch Schwächen. Aber wenn man die mit der Backline schafft abzudecken, geht das eigentlich. Und der Kollege hier macht das wahrscheinlich klüger. Yep. Ist aber nicht schlimm. Wir ziehen zwar kein Schild, aber er ist jetzt energielos. Er sollte eigentlich rauswechseln. Und dann muss ich gucken, dass ich danach den Fight mir irgendwie hole. Runterfarmen lassen macht er nicht. Ja, komm. Und ich hätte sowas von drin bleiben müssen bei Feuerodem. Ist aber nicht schlimm. Das ist eine Drachenklaue, oder? Na, das ist mies. Ich habe ein scheiß Team gebaut, ne? Ich habe ein wirklich scheiß Team gebaut. Nicht nachmachen. Komm, lass uns wenigstens den Spukball landen. Das wäre doch nice. Lass mich den drücken. Komm, 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 lass durch. Ist nur eine Pflanzenattacke. Bam, und runterfarmen. Dann kommt Barrikadax wieder. Ist aber in Ordnung. Mit seinen Sofortattacken baut er keinen Druck auf, ich auch nicht. Aber ich komme zu Samenbomben. Und das sieht sehr, sehr gut für dich aus, für mich aus. Ist das ein Nachthieb? Und selbst wenn, lassen wir es durch. Ich habe noch zwei Schilde Granbull und ich hoffe, dass ich damit was regeln kann. Du kommst nicht raus. Du schaffst keine Attacke. Jetzt wird spannend. Kriege ich den Defense Drop und was ist dein letztes? Ja, danke. Danke dafür. Okay, sauber. Alles klar, ich muss gucken. Ich muss gucken. Sumpex wäre sehr, sehr gut hier gewesen. Defense Drop. Sehr schön. Sumpex wäre wirklich krass gewesen in diesem Kampf. Aber durch Trombok wird das Teil auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Weshalb mir das gerade schwerfällt, hier ein vernünftiges Team zu finden. Und du kannst jetzt fast einfach runterfarmen. Ne? Das wird leider nichts mehr. Du steigerst dich jetzt bis ins Unendliche und noch viel weiter. Und dann hat sich die Sache hier erledigt. Schade. Zwei Schilde Charma ist schon geil.
So, die nächste Attacke von dir besiegt mich leider. Ich hätte auch vorher... Ah, es bringt alles nichts. Das ist nervig. Bitte lass den durch. Mach einfach. Und zack, noch ein Defense Drop. Ich glaube, zwei Charm hätten noch gefehlt. Das ist natürlich richtig mies. Alles klar, bitte. Tut mir einen Gefallen und schreibt mir mal coole Teams in die Kommentare. Irgendwas Nettes, irgendwas Feines. Ich bin gerade ziemlich... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich würde es jetzt nicht ausgebrannt nennen, was Teams angeht. Aber aktuell habe ich... Ich habe nicht den richtigen Riecher. Wir haben schon wieder etwas, das mir in der Führung nicht gefällt. Das sieht doch mega aus. Du machst viel mehr Schaden als dein Kollege. So, das wird mich natürlich viel, viel weiter runterdrücken. Die Frage ist, ob was ich mache. Ich lasse den erstmal durch. Du kriegst danach zum Glück nur zwei Konter raus und kannst danach runterfarmen. Ist in Ordnung, dann hast du zwei und brauchst dann noch vier weitere für einen Steinhagel. Wir ziehen ein Schild, das gefällt mir mega. Du kriegst doch mehr. Drei Konter, du brauchst noch drei weitere. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Eins. So, Mautzinger. Ich hätte drin bleiben müssen. Jo. Weil der Kollege hat Nachthieb. Ich hätte drin bleiben müssen. Der hat Nachthieb und Nahkampf. Warum gehe ich raus? Ich habe nur Stahl gesehen und dachte mir, ich muss raus. Okay. Ich bin überhaupt nicht drin in der Hyperliga. Aber du müsstest eigentlich gewillt sein und hier schilden. Ansonsten haut dich das hier komplett weg. Aber das wird schmerzen, wenn du den durchlässt. Den überlebst du nicht. Ich hätte ködern können. Ich lasse alles durch von dir. Oder? Du hast jetzt fast zweimal Nachthieb. Da lohnt sich das nicht zu schilden. Bitte. Schmarotzer meine ich doch. Bitte hab Schmarotzer und Nahkampf. Das heißt, du tust mir hier eigentlich gar nichts. Und guck dich meinen Schaden an, den ich raushau. Das habe ich dumm gespielt. Ich brauche mein Schild noch. Denn du bist bald bei einem... wie heißt das Ding jetzt? Steinhagel. So, ich hoffe, dass dieser Schaden hier ausreicht, um dich zu besiegen. Denn ein Steinhagel von dir würde ich schon gerne schilden. Bitte reich aus. Nicht effektive Attacke, nein. Das ist ein Kreuzhieb, glaube ich. Ich habe es eh vergeigt. Das ist ein mieses Set. Ich hoffe, es gefällt euch. Ach ja, dann besiegt mich auch schon der nächste Nachthieb. Der nächste Schmarotzer von deinem Mautzinger. Und ich weiß nicht, wofür ich jetzt noch ein Schild habe. Du kannst sogar runterfarmen fast, ne? Und das sieht blendend aus. Okay, ich habe nichts, wogegen ich noch gewinnen kann. Wirklich nicht. Da wird nichts mehr sein, was ich jetzt besiege mit einem Charm. So, ich habe eine geladene Attacke. Und das bringt mir was? Ja, ich komme nicht zum Nahkampf. Der hätte eventuell was gemacht. Aber so war's das. Okay, das war nicht empfehlenswert. Oh Mann, wie viele Punkte gehen wir runter? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, euch hat das gefallen, einfach mal zu sehen, wie ich hier verliere. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns, haut rein und ciao.